Löwen waren immer schon aggressiv, vor allem wenn es darum geht, Nistplätze zu bewachen. Sie werden immer zahlreicher. Wenn sie denn essen wollen, kannst du darauf wetten, dass sie versuchen werden, es zu bekommen. Hast du schon einmal gesehen, wie eine Möwe einen Stachelrochen gefressen hat? Glaubst du, dass eine Möwe einen Hummer ganz verschlucken kann? Wenn du fiese Möwen in Aktion sehen willst, dann sieh dir an, wie dieser Vogel seine Beute in Sekundenschnelle verschluckt. Nummer 15. Möwe verschluckt Papageientaucher. Eine Möwe hat einen Papageientaucher getötet und versucht, ihn ganz zu verschlucken. Aber der Papageientaucher ist pummelig und es ist nicht leicht für die Möwe, ihm zu folgen. Mit ein bisschen Mühe und Ausdauer schafft es die Möwe, den Papageientaucher zu verschlucken. Beobachte, wie ein Papageientaucher mit einem Sandaal im Maul landet. Aber gerade als er zu laufen beginnt und abhebt, schnappt sich eine Möwe den Papageientaucher und versucht, mit ihm wegzufliegen. In diesem Video stiehlt eine Heringsmöwe einem Papageientaucher den Fisch. Möwen erinnern mich an Hyänen. Sie sind großartige Jäger, aber noch bessere Diebe, denn sie schleichen sich oft an andere Tiere heran, um deren Nahrung zu stehlen. Sie haben auch die Dreistigkeit der Hyäne und kümmern sich kein bisschen um die Reaktion des anderen Tieres. Nummer 14. Möwe fängt Sperling. Während diese Frau in die Kamera spricht, bemerkt sie eine Möwe, die sich einen Spatz schnappt und zeigt sie ihren Zuschauern. Wenn die Kamera auf die Möwe schwenkt, können wir sehen, wie sie den kleinen Vogel frisst. Selbst vor der Kamera hat die Möwe keine Skrupel. Möwen fressen so ziemlich alles, was sie finden können. Schau dir an, wie diese Möwe einen kleinen Vogel schnappte, der in einem Park landet. Der Vogel hatte nicht einmal Zeit zu reagieren und war schon im Magen der Möwe. Möwen greifen ihre Beute überall dort an, wo sie sie sehen. Also ist es keine Überraschung, dass diese Möwe einen Spatz auf der Straße tötet. Autos hin oder her, die Möwe erledigt ihre Arbeit und isst ihre Mahlzeit. Nummer 13. Möwe isst Hummer. Ein Mann sah diese Möwe mit etwas Großem im Maul auf eine Klippe fliegen. Es stellte sich heraus, dass es ein Hummer war, den sie gerade im Meer gefangen hatte. Da die Möwe ihre Nahrung im Ganzen verschluckt, wird es wie sie wegen ihrer Zangen schwierig sein, den Hummer zu verschlucken. Sie ist schlau genug, die großen Zangen des Hummers abzuschneiden und dann das Fleisch im Inneren des Hummers zu essen, so wie es Menschen tun, anstatt es ganz zu verschlucken. Die Möwe ist nicht nur gefräßig und tödlich, sie ist auch schlau. Die Menschen sehen dieser Möwe beim Fressen eines Hummers zu. Vielleicht sind sie diejenigen, die der Möwe den Hummer gegeben haben. Die Möwe reißt das zarte Fleisch aus dem Hummer und frisst so viel davon, wie sie kann. Ich glaube, sie wird bald zum Nachtisch bereit sein. Obwohl Möwen immer in der Nähe von Wasser sind, hätte ich nicht gedacht, dass sie Hummer so sehr mögen. Ich vermute, dass es für sie auch eine Delikatesse ist. Nur, dass sie nicht dafür bezahlen müssen. Diese Möwe versucht, die Schale des Hummers zu durchbrechen, bevor sie sich an das zarte Fleisch heranwagt. Sobald sie anfängt zu graben, hört sie nicht mehr auf. Nummer 12. Möwe gegen Schlange. Diese Möwe findet eine Schlange auf einem Steg und zögert nicht, sie zu schnappen und sie in einen abgelegeneren Bereich zu bringen, weg von den anderen Möwen. Die Schlange ist noch am Leben und als die Möwe sie auf den Boden fallen lässt, versucht sie wegzuschlüpfen. Aber die Möwe beißt sie immer wieder und beginnt sie ganz zu verschlingen. Danach springt die Möwe ins Wasser, trinkt etwas und genießt den Tag. Eine Möwe auf Saltspring Island verschluckt fast einen ganzen Seestern. Es ist erstaunlich, wie sie das machen, Schluck für Schluck. Diese Möwe dachte, dass dieser Seestern eine gute Mahlzeit wäre, aber er scheint zu groß für die Möwe zu sein, um ihn zu verschlucken. Es sieht so aus, als ob er im Maul der Möwe feststeckt. Möwen genießen alle möglichen Leckerbissen und Seesterne scheinen dazuzugehören. Diese Möwe hat einen Seestern gefangen und ihn weit weg vom Strand gebracht, um ihn diskret zu genießen. Wahrscheinlich, weil sie nicht will, dass alle anderen Möwen von ihrem Fund erfahren. Und was nun? Anscheinend hat sich das herumgesprochen und Herr Möwe kann den Seestern nicht allein genießen. Die anderen Mitglieder des Schwarms wollen auch ein Stück vom Kuchen abhaben und lassen es ihn wissen. Sie fragen sich, warum ihr Freund nicht mit ihnen teilt. Was ist los mit dir? Sagt eine der Möwen neugierig. Die anderen fangen an, der Möwe den Seestern streitig zu machen. Und es sieht so aus, als würde es da draußen gleich stickig werden. Schließlich verschluckt die Möwe den Seestern und das Spiel ist vorbei. Wenn eine Möwe einen Seestern verschlucken will, taucht eine andere Möwe auf und die beiden Möwen kämpfen um den Besitz des Seesterns. Möwen streiten sich um Nahrung, genau wie Löwen und Hyänen. Seesterne sind ziemlich groß und haben die Form eines Sterns, aber das hält die Möwe nicht davon ab, sie ganz zu verschlingen, so wie die Möwe in diesem Clip. Die Möwe zerlegt den Seestern in kleinere Stücke, damit er leichter zu essen ist. Ich sage ja, Möwen sind schlau. Nachdem sie andere Interessenten abgewehrt hat, genießt diese Möwe endlich den Moment, in dem sie ihr Mittagessen in Ruhe essen kann. Nummer 10. Möwe gegen Ratte. Beobachte, wie schnell diese Möwe diese Ratte verschluckt. Sie fummelt ein paar Sekunden an ihr herum, aber als sie sich schließlich entschließt, sie zu schlucken, ist das Spiel in Sekundenschnelle vorbei. Diese Möwe trägt eine erlegte Ratte auf dem Bürgersteig und bereitet sich darauf vor, sie ganz zu verschlingen. Auch wenn Möwen lästig sind, werden sie wenigstens Schädlinge wie Straßenratten los.
Diese Möwe säubert die Straßen Schwedens, als sie eine Ratte fängt und sie ganz auffrisst. Du kannst sehen, dass es der Möwe schwerfällt, die Ratte zu schlucken, da sie verzweifelt versucht, sie hinunterzuschlucken. Es dauert ein paar Sekunden, aber sie schafft es. Eine Möwe findet eine Ratte in der Nähe eines Gewässers und braucht ein paar Sekunden, um das Nagetier ganz zu verschlingen. Möwen sind sehr geschickt, wenn es darum geht, Nagetiere zu jagen und zu töten, wie wir in früheren Clips gesehen haben. Und diese Möwe ist nicht anders. Sie schnappt sich eine Ratte und verschlingt sie in Sekundenschnelle. Diese zwei Möwen streiten sich um ein Nagetier. Sie liefern sich ein Tauziehen, um zu sehen, wer von ihnen die Ratte bekommt. Ich hoffe für die Ratte, dass sie schon tot ist. Denn so wie die beiden ziehen, muss es sehr schmerzhaft sein, wenn sie noch lebt. Am Ende schafft es eine der Möwen, der anderen die Ratte zu entreißen und sie ganz zu verschlucken. Nummer 9. Möwe gegen Taube. Auch in Barcelona, Spanien, greifen Möwen Tauben an und töten sie. Diese Taube wird von dieser Möwe übel zugerichtet. Die Taube ist noch am Leben, aber nicht mehr lange. Eine weitere Taube beißt ins Gras, als sie von einer Möwe zerfetzt wird. Tauben sind viel kleiner als Möwen, deshalb ist es für sie nicht einfach, sie abzuwehren. Eine andere Taube wird in diesem Video von einer Möwe verprügelt. Die Möwe beißt und piekt immer wieder nach der Taube und macht den Vogel innerhalb von Minuten praktisch fertig. Sobald die Taube bewusstlos ist, gräbt die Möwe ihren Schnabel tief in den Körper der Taube. Diese Taube ist in einem schlechten Zustand, nachdem eine Möwe sie zerfleischt hat. Die Taube ist tot und die Möwe beginnt zu lachen wie ein verrückter Wissenschaftler. Wie grausam ist dieser Vogel bitte? Hast du jemals eine Möwe so lachen sehen? Was für ein bösartig aussehender Vogel. Diese Möwe spielt keine Spielchen und verschwendet keine Zeit damit, die Taube ganz zu verschlingen. So schnell habe ich noch keine Möwe gesehen, die einen Vogel verschluckt hat. Diese Taube ist so übel zugerichtet, dass sie nicht wiederzuerkennen ist. Sie blutet von allen Seiten und die Möwe ist noch nicht einmal fertig. Nummer 8. Möwe frisst Babyhai. Eine Möwe findet einen winzigen Hai am Strand und will sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Die Möwe schnappt sich den Hai und taucht ihn ein paar Mal ins Wasser, bevor sie ihn ganz verschluckt. Danach macht sie sich auf den Weg zu ein paar Freunden, um mit der Sache zu prahlen. Dieser Babysandhai findet heraus, wie es ist, an einem frühen Morgen am Strand von einer Möwe angegriffen und gefressen zu werden. Ein kleiner Hai findet sich weit außerhalb des Wassers auf trockenem Sand wieder. Als eine Möwe ihm einen Besuch abstattet und beschließt, ihn komplett zu untersuchen. Sie beschließt, dass der Hai in perfekter körperlicher Verfassung ist, um gefressen zu werden. Nummer 7. Möwe fängt Tintenfisch. Während der Ebbe an der Mündung des Capilano-Flusses sind viele Vögel in dieser Gegend auf Nahrungssuche. Es war eine Überraschung zu sehen, dass die Möwe einen Oktopus gefunden hatte und versuchte, ihn zu essen. Ein Oktopus wurde von einer Möwe gefangen. Zuerst war sie sich nicht sicher, wie sie ihn fressen sollte. Also knabberte sie an ihm herum. Aber schließlich schluckte sie den ganzen Oktopus. Egal wie groß der Oktopus ist, es scheint, als ob die Möwe zu allem bereit ist. Und diese Möwe beweist es, indem sie einen großen Oktopus ganz verschluckt. Die Zeit des Oktopus ist gekommen und sein endgültiges Schicksal war es, als Mahlzeit für die Möwe zu enden. Die Möwe genießt es, aber der Oktopus ist eine schlüpfrige Mahlzeit. Der Oktopus ist groß und die Möwe will ihn verschlingen, aber der Oktopus rutscht immer wieder ab und fällt der Möwe aus dem Maul. Wird die Möwe das Ding jemals fressen oder wird sie es ständig auf den Boden fallen lassen? Nummer 6. Möwe gegen Kaninchen. Eine Möwe jagt und tötet ein Kaninchen auf der Insel Skellig vor der Küste Ölands. Es gibt viele Schaulustige, die den Vogel in Aktion beobachten, aber es sieht so aus, als wäre das Kaninchen nicht leicht zu verschlucken. Oh, warte, nein, es ist alles gut. Die Möwe hat es einfach ganz verschluckt. Das arme Kaninchen ist zur Hauptzutat in diesem Kampf der Möwen geworden. Die beiden Möwen ziehen jeweils an dem Kaninchen und es sieht fast so aus, als wäre es ein Spiel für die Vögel. Aber das Kaninchen findet das überhaupt nicht lustig. Nummer 5. Möwen im Kampf. Dieser dramatische Vogelangriff wurde in Træna, Norwegen gefilmt. Die filmende Person lebt auf einer Insel, die von diesen Vögeln umgeben ist. Aber so etwas hat sie noch nie gesehen. Sie sind sich nicht sicher, ob es an Nahrungsmittelmangel lag oder ob der angreifende Vogel bereits verletzt war und deshalb zu einem leichten Ziel wurde. Da der Angreifer nicht aufzugeben schien, jagte der Kameramann ihn schließlich von dem verletzten Vogel weg, damit dieser entkommen konnte. Diese beiden Möwen liefern sich einen Kampf mitten auf der Straße. Die Autos fahren vorbei und beobachten das Spektakel. Aber das ist den Möwen egal. Der Kampf wird so interessant, dass ein Busfahrer anhält und die Möwen beobachten muss, weil er Angst hat, sie zu zerquetschen, wenn er weiterfährt. Schließlich lösen sich die Vögel und fliegen davon, sodass der Verkehr wieder normal fließen kann. Die beiden Möwen sind verheiratet und haben für den Sommer ein Strandhaus gemietet. Als das Männchen nach Hause kommt und das Abendessen nicht fertig ist, kommt es zu einem Streit, der sich zu einem heftigen Handgemenge ausweitet, das eine ganze Weile andauert. Die Frau reichte nach dem Vorfall die Scheidung ein. Die beiden Möwen beißen sich gegenseitig in den Hals. Diese Vögel sind hart im Nehmen und ihre Kämpfe sind heftig und gewalttätig. Nach ein paar Sekunden sind ihre Schnäbel verriegelt, aber einer der Vögel wird einen drastischen Schritt machen müssen, wenn dieser Kampf jemals enden soll. Nummer 4. Möwe gegen Krabbe.
Möwen sind immer in der Nähe von Stränden und Urlaubsorten unterwegs, in der Hoffnung, etwas zu essen zu finden. Wenn es sein muss, stehlen sie sogar das Essen von Menschen. Diese Möwe kam in den Genuss köstlicher Meeresfrüchte, als sie eine Krabbe am Strand fand und sie zum Frühstück aß. Wenn Möwen Krabben angreifen, drehen sie sie um und beißen in ihre empfindlichen Stellen, wodurch die Krabbe leicht getötet und die Möwe gefüttert wird. Diese Möwe zerstückelt und tötet die Krabbe mit Leichtigkeit. Wir können sehen, wie die Krabbe Gliedmaßen verliert, weil der Vogel sie abbeißt und abhakt. Diese Krabbe wird von einer Möwe angegriffen und die Möwe verprügelt die Krabbe, ohne sie zu fressen. Nachdem die Möwe weg ist, ist die Krabbe regungslos und tot. Nummer 3. Möwe tötet Entenküken. Nach einem betäubenden Angriff aus der Luft kann eine Möwe ihre Mahlzeit essen. Möwen verzehren tierische Beute, die auf oder in der Nähe von Wasser lebt, und in diesem Video hat sie erfolgreich ein Entenküken gejagt und gefressen. Als sie versucht, ein zweites Entenküken anzugreifen, wird sie von einer schützenden Entenmutter angegriffen, die ihr Baby rettet, sodass die Möwe keine zweite Beute bekommt. Möwen, auch bekannt als Seemöwen, sind eine Art von Seevögeln. Sie sind fliegende Raubvögel und opportunistische Fleischfresser, die eine Vielzahl von Wassertieren sowie Körner, Nüsse, Samen und Früchte suchen und fressen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Möwen haben einen unglaublichen Instinkt, andere Lebewesen anzugreifen und zu fressen. Dieser Ernährungsstil hat sich über Millionen von Jahren entwickelt und ermöglicht es ihnen, eine große Vielfalt an wildem, proteinreichen Tierfleisch zu verschlingen. Es scheint, dass diese Möwe ein Täuschungsmanöver angewandt hat. Sie flog über die Entenküken, ohne sie zu berühren, und zwang ihre Mutter, sie zu verlassen, damit die Möwe sie jagen konnte. Dann kehrte die Möwe um und schnappte sich eines der Entenküken. Die Mutter versuchte es zu retten, aber es war schon zu spät. Weil es verloren und in einer Umgebung allein gelassen wurde, in der hungrige Raubtiere Entenküken jagen und fressen könnten, ergänzte eine große Möwe ihre Ernährung und Nahrungsaufnahme, indem sie ein Entenküken frisst. Viele junge, flugunfähige Enten schwimmen auf der Suche nach Nahrung umher. Da sie nicht fliegen können, sind sie leicht zu fangen und zu fressen, weshalb ein Raubvogel wie die Möwe sie jagen würde. Junge Entenküken, die noch nicht fliegen können, sind eine leichte Beute für verschiedene Raubtiere und Raubvögel. Nummer 2. Möwe gegen Eichhörnchen. Diese Möwe greift ein Eichhörnchen an und sticht es mehrmals mit ihrem Schnabel, bis es stirbt. Danach wendet die Möwe einen alten Trick an und verschluckt das Eichhörnchen, als wäre es ein Bonbon. Das Eichhörnchen versucht, die Möwe anzugreifen, aber der riesige Vogel schien zu stark für ein so kleines Wesen zu sein. Da Möwen keine Zähne haben und ihre Krallen uneffektiv sind, können sie nicht wie wir das Fleisch von den Knochen lösen. Also ist es in ihrem Interesse, ihre Beute so schnell wie möglich zu verzehren. Dieses Eichhörnchen rennt mit einer Nuss im Mund durch den Park, während eine Möwe direkt über ihr schwebt und versucht, sie zu schnappen. Das Eichhörnchen rennt so schnell es kann, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Möwe schnappen und wegfliegen kann. In diesem Park war ein Krieg im Gange. Eine Frau brachte ihre Kinder zur Schule und wurde Zeuge, wie diese Möwe ein unschuldiges Eichhörnchen im Park tötete. Nummer 1. Möwe verschluckt Stechrochen. Eine Möwe findet einen Stachelrochen im Wasser und beginnt an ihm zu picken. Nach ein paar Picken schnappt sie sich den Rochen und verschluckt ihn ganz. Nachdem sie sich den Bauch vollgeschlagen hat, geht sie schön schwimmen. Dieser Stechrochen wird an die Küste gespült, als eine Möwe ihn untersucht. Nachdem sie ihn untersucht hat, beschließt die Möwe weiterzugehen und geht weg. Ich muss zugeben, dass Möwen rücksichtslos und erbarmungslos sind. Am besten hat mir die Szene gefallen, in der die Entenmutter den Mut hatte, die Möwe anzugreifen, die eines ihrer Entenküken geschnappt hatte. Welches war dein Favorit? Verrat es uns doch in den Kommentaren unten. Das war unser Blick auf die grausame und schockierende Art und Weise, wie dieser Vogel seine Beute in Sekundenschnelle verschluckt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns bitte einen Like und lass uns in den Kommentaren wissen, was du denkst. Schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere sie, um dabei zu sein. Klick auf das Benachrichtigungssymbol, damit du unsere neuen Videos siehst, sobald sie hochgeladen werden. Das war's für den Moment.